So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu ARK. Ja, die letzten Folgen waren, ich würde mal sagen, recht anstrengend für uns beide, oder? Was meinst du? Jo, aber sehr anstrengend. Ja, mal so, wer die letzten Folgen nicht gesehen hat, sollte sie sich auf jeden Fall mal angucken. Wir haben hier drüben, da oben, auf dem, ich sag mal, Berg, kann man so nennen, haben wir da eine schiere Anzahl an bösen Dinos. Hier vorne sehen wir direkt ein Kano. Ganz, ganz toll. Hier rennt auch definitiv noch ein Alpha-Raptor rum. Und hier oben sind auch noch ein paar Kanos. Ich habe mich vorhin mal ganz kurz umgeguckt, währenddessen ich auf den guten Money gewartet habe. Aber, ach, da ist der Alpha-Raptor. Da hinten seht ihr dann. Ja, also wir sollten hier auf jeden Fall nicht länger bleiben, als es unbedingt notwendig ist. Wir sollten uns da nochmal einen Platz suchen, der angenehmer ist. Weil ein Spino rennt hier auch rum. Hier auf der Ecke da hinten. Da müssen wir dann mal gucken, dass wir hier möglichst ordentlich vorne wegkommen, ne? Ah, kriegen wir hin, ne? Na klar. Juli, dann würde ich sagen, erstmal ein zweites Bett bauen, ne? Ganz wichtig. Jo, das heißt Leder holen, wa? Nee, Leder müssen wir eigentlich haben. Also ich habe alleine 131 Leder im Inventar. Das sollte passen. Ich muss mal gucken, was wir noch so brauchen. Du bist ja ein Schlitzohr. Ja. Yeah. So, dann brauche ich auf jeden Fall Holz. Thatch brauche ich und Fiber brauche ich auf jeden Fall auch noch. So, wo haben wir das Schimmelbett da? Ha! Und da wird sie crafted. Easy going. Würde ich sagen, mache ich jetzt gleich noch ein paar Pfeile, oder? Ja, ich überlege, was ich machen wollte, auch Speere. Ja, also kein Speer mehr. Also, wie gesagt, so 2-3 jetzt ist ein also solltest du auf jeden Fall dabei haben. Was fehlt uns hier für Detsch, ne? Warte mal. Fehlt alles. Feuerstein, Fasern, Holz. Warte mal. Ich hau mal ganz kurz die Pfeile. Was fehlt mir? Fasern. Ha! Ja, gerade beim Thema sind, ne? So, verdorbenes Fleisch können wir auch reinpacken. Ich habe übrigens noch deine. Nee. Was hast du? Nee, ich habe deine Rüstung noch dabei. Nein. Doch. Hau ich die jetzt einfach raus hier? Ich habe Stiefel, aber da fehlen mir Fasern, um die zu reparieren. Ja, nee, es geht nicht ums Reparieren. Ich habe die, die Ausrüstung, die. Warte mal. Ich hau. Was ist Leder? Nee, hier. Das Zeug. Das hatte ich doch von deinem. Geh mal aus der Tür raus, bitte. Das hatte ich. Das habe ich doch gelootet, als die Parasaurus gestorben sind. Okay, wo bist du jetzt? Ich gehe kurz zum Wasser. Ich hole das Zeug ins Wasser, aber das liegt auf dem Server ein bisschen. Und ich habe keinen Bock, dass es jetzt hier, ich glaube, eine halbe Stunde eben West schon liegt. In der Hütte rumgammelt. So, neues Level habe ich auch schon wieder. Muss gleich mal gucken. Na, GZ. Danke. Muss ja mal ein bisschen aufholen zu dir. Du hast ja durch das Bauen echt viel bekommen. So, hauen wir das ganze Zeug mal hier rein. Die Dino-Eier brauchen wir eigentlich nicht. Noch nicht. So, der Sattel kommt da auf jeden Fall rein. Du kannst auch Mortal und Pestel, ne? Ja. Was hältst du davon, wenn du uns davon mal einmachst? Weil dann können wir nicht Narkotik, also Narkosemittel machen, dann brauchen wir, also dann brauchen wir nicht ständig Bären farmen, weil die Dinger färben nicht. Wie heißt das? Na, Meißel und Stößel auf Deutsch, glaube ich, oder? Englisch heißt es, oder? Mörser und Stößel. Das, mal hier. Das ist neben die Fiomia Sattel. Notfalls kann ich es auch machen. Ich habe es auch gelernt. So, 150 Gewicht habe ich. Steine, hast du Steine? Nein, ich habe alles in die Kiste gelegt. So. So, ich kann mich ja mal um Steine kümmern nebenbei. Dann kann man das mal hier mal rausholen. Wie viel brauchst du? Warte. Noch 11. Gut, ich habe 68. Wo bist du? Ich stehe hinter dir. Hinter mir? Ey, der ist nicht da und auf einmal hinter einen.
Du machst mir Angst. Ja, du weißt doch, ich stehe immer hinter dir. Ich weiß. Bitte. Geh mal vor, ich halte den Rücken frei, oder wie? Ja. Du bist mein Kanonenfutter. Das dachte ich. So, okay, dann werde ich jetzt noch ein paar Fasern sammeln. Und... Es war nur ein, oder? Was? Ein Mörsel? Ja, ja. Den stellst du dann hin und dann, ich glaube, Narkosemittel habe ich schon gelernt oder habe ich nicht gelernt? Warte mal. Den kann ich irgendwo hinstellen, oder wie? Ja, den kannst du irgendwo hinstellen. Ins Haus am besten. Bin nicht... Ja, das dachte ich mir. Ja, Narkosemittel habe ich schon... Das ist gut, weil dafür brauchen wir nämlich das verdorbene Fleisch dann und wir brauchen Narkobären. Und damit können wir dann Narkosemittel machen. Die sind erstens wirkungsvoller und zweitens verderben sie halt eben nicht. Das ist echt praktisch. So steht rechts neben der Kiste, ja? Mhm, ich finde das schon. Wie gesagt, ich brauche eh noch Fasern, da kann ich gleich noch Narkobären nebenbei und da kann ich die auch ein bisschen nachleveln, weil die Dinger bringen ganz gut EP. Oh, okay. So. Ja, ich muss auch gucken, damit ich wieder EP mache. Ja, also, ich bin ja, du bist Level 18, ne? Ich jetzt auch. Ich bin Level, warte mal, muss ich mal gucken, Level 19. 19, okay. Na, dann muss ich noch ein Level aufholen. Na. Junge. Ah, okay. Okay. Es ist immer übel schlimm, wenn, wenn du versuchst, an einem Stein, hier, sag mal, die Büsche abzugreifen. Da sagte dir immer, das geht nicht. Weil er den Stein nimmt. Du brauchst das passende Werkzeug. Was wird dann hier fallen lassen, alle Leute? Guckt euch das an. Das hast du mal getragen. Das hat dein Geruch dran. Muss man ins Wasser gehen? Nee, Eier hatte ich nicht. Achso, nee, die Eier habe ich rausgeschmissen, ja. Die braucht man, also man kann sie essen, ist richtig, aber effektiv brauchen wir sie für Kippel. Das ist sozusagen das beste Taming. Die beste Tame-Nahrung sozusagen. Also um Dino. Zu zähmen ist das Zeug am besten, aber muss ich ehrlich sagen, habe ich selbst noch nicht großartig gemacht, weil es relativ aufwendig. Du musst da halt Eier sammeln dafür und dann musst du das Zeug da herstellen mit Jerky, weißt du? Kennst du ja Beef Jerky, oder? Kennst du das? Weiß nicht. Es ist so ein Trockenfleisch. Ist in Amerika sehr berühmt. Im Endeffekt muss ich vorstellen, ganz dünn geschnittenes Fleisch, was dann aufgehangen wird. Und dann getrocknet. Ich weiß nicht, ob Dörrfleisch jetzt dasselbe ist, aber... Ja, auf jeden Fall sowas ist das dann. So, dann kann ich hier schon mal das rein und... Die und das und das packen wir damit rein und dann machen wir uns hier ein bisschen Narkosemittel. 16 Stück können wir machen. So, und dann kümmere ich mich um die Pfeile, ne? So, Pfeile, nochmal 24, das passt. Oh, ich hab noch 16, 17 Pfeile. Ja. Ich gebe dir auf jeden Fall noch ein paar ab und dann mal noch ein paar. So. Du kriegst ja Erfahrungspunkte mit dir mit, wa? Ja. Weil wir mit Tribes sind. Cool. Ich habe die Pfeile mal in die Truhe gelegt, ja? Da kannst du dir die dann gerne rausnehmen. Ich nehme 25 Stück, ne? Ja, ja. Das sind deine. So, die Hälfte vom Fleisch nehme ich mir auch mal. Ja, ich habe jetzt bei mir 13, das passt. Ach so, gut, ja, dann kann ich die anderen raus. Auch rausnehmen, ja. Und ich habe schon wieder ein Level, ja, die Narkosemittel, na klar. So, dann noch ein bisschen auf Sauerstoff und kann ich schon die Lederrüstung weitermachen? Du kannst ja noch mal kurz ein bisschen Fasern holen gehen, wenn du so lieb wärst. Das war mit... Einfach die Büsche abkrabbeln mit E. Ohne irgendwas. Ah, mit Level 20 kann ich erst den Rest dann lernen. So, kann ich ja mal gucken. Ich hole. So, gucke ich mal, dass ich hier zumindest die zwei Teile mache, die ich schon kann. Okay, ich habe genug. Lange. Kann ja wohl nicht wahr sein. Er gab nicht im Kopf, wie viel das Zeug kostet.
Da holt noch ein paar Steine, aber Steine kann man auch mal gebrauchen. Ja, haben wir eigentlich auch erstmal genug. Weiß ich nicht. Ja, ich denke mal. Ich hab Feuersteine sammle ich hier mehr oder weniger. Achso, du haust mit der Axt drauf. Nein, Spitzhacke. Meine ich doch. Mit der Axt kriegst du mehr Stein. So, wo bist du? Sind da. Ich bin gleich da, ich muss sowieso nochmal leer machen. Ja, hier, ich geb dir erstmal dein neues Dress, ja? Das tausche ich dir mal so unter die Füße. So, bitteschön. Was ist das? Das ist die Lederrüstung, die zwei Teile, die ich schon machen kann. Ach, Lederrüstung. Ja. Die setzt du mir doch gleich natürlich rein. Augen. So, noch ein paar Azurbeeren. So. Und dann würde ich sagen, können wir uns ja eigentlich mal so ein bisschen auf Reise begeben, oder? Was meinst du? Ja, machen wir gleich. Ich mache mir nur schnell nochmal leer. Und dann bin ich da. Ja, ach, siehst du, die Narkose mit, muss ich noch mitnehmen. Weil wir wollen uns ja ein paar Dinos holen, ne? Ja, ich hätte gerne noch mal eine Maggie. Dort kriegen wir, denke ich mal, hin. So. Ach, siehst du, da brauchen wir ja noch. Kann ich schon Narkosepfeile machen? Warte mal. Meine Frage. Ja, frag mal. Brauchen wir die Bären? Weil die Narkobären brauchen wir auf jeden Fall. Narkobären brauchen wir auf jeden Fall, ja. Nehme ich mal mit. Die anderen, und die anderen Bären? Brauchen wir nicht unbedingt, du kannst halt essen. Das ist schon nicht schlecht. Welche nicht? Die Weißen, ne? Die Weißen sind halt nur dafür da, um aufzuwachen. Aber wir gehen jetzt nicht in den Sumpf. So. Ich brauche noch ein paar Steine zum Zähmen. So, und dann wäre ich soweit bereit. Ja. Ja, ich bin auch bereit. So. Wo bist du denn? Da bist du ja. Ich bin hier. Na, gucken wir mal. Wir können uns auch notfalls Fiomia nehmen. Das wäre auch nicht ganz so schlimm. Ach, siehst du, guck mal, da ist doch einer. Welchen Bohrer? Warte, nee, der wird angegriffen. Komm mal her, ihr Bruni. Ab in den Kopf, lol. Kopftreffer ist One-Shot bei denen. Wo liegt er? Vor dir. Ich sehe gerade nicht. Ach, da. Ich habe gerade gar nichts gesehen. Ah, gut, der Parser. Ah, nee, der Parer kommt wieder. Warte. Komm raus aus dem Wasser. Übrigens, wenn die im Wasser. Wenn du die im Wasser betäubst, dann saufen die einfach ab, ja? So, okay, der hängt hier. Oh, das sieht so brutal aus. Wie gerade der Stein von dir einfach geflogen kam. Okay, liegt. Oh, der hat aber auch ganz schön abbekommen. Oh, Level 42. Nice. Was braucht der? Ich pack schon Bären rein. So, die Narkobären brauchen wir gerade nicht. Ah, nee, der braucht sowieso gar kein Narkosemittel. Der ist so getämt. Ja, schon mal ein paar Bären war für den nächsten. Jo, ich nehme schon mal einen Sattel. Ja, mache das. Dann kann ich da immer schon mal ein Stückchen vorreiten. So, den zweiten Sattel kann ich ja dann noch herstellen, wenn es so weit ist. Da kann ich dann schnell zurückreiten. Da. Ha, herrlich. Du hast der erste und sogar ein hohes Level. Schön. Je höher das Level ist, desto mehr brauchst du auch. Was hast du für ein Männchen, Weibchen? Ich habe ein Männchen. Und es wird Level 2, also schätzungsweise Level 61 werden im Schnitt. Also echt schon gut. Hier waren noch gestern noch mehrere. Ja, also wir können mal hier, ich bewege mich mal nicht ganz so weit weg. Halt einfach, dass jetzt nicht ein Raptor von der anderen Seite kommt oder so und den anhaut, weil dann verliert er halt ja seine Bonuslevel. Ich gucke mal von hier, aber hier ist nichts. Ich sehe gerade hier auch nichts. Wie gesagt, ich halte halt die ganze Zeit den Para im Blick. Dass der mir da nicht irgendwie noch auf Abwege kommt. Aber ich sehe jetzt gerade auch keinen. Ein Fiomia ist da unten noch. Das wäre auch erstmal eine Option. Weil die sind. Ich habe noch ein paar Steine. Ja, 14 Steine dürften ja reichen. Easy, locker, locker. So, warte mal. Was ist denn hier mit den Styrosaurus, der hinten da so eine Pika hat? Kann man noch nicht reiten.
Oh. Warte mal, ich kann mal kurz gucken, auf welchem Level wir den kriegen. Aber der ist auch sehr langsam, ja? Ach so. Hoch. Stegosaurus, Level 30 kriegen wir den Sappel. Wie gesagt, siehst du das kleine, dicke Ding da, was da läuft? Vom Stego? Ja. Das wäre noch eine Option. Der ist auch nicht ganz so schlecht für den Anfang erstmal. Aber dann gucken wir dann mal. Ja, ich würde gerne so ein Weibchen haben hier. Na, müssen wir mal gucken. Wenn es ein Männchen ist, ja auch nicht schlimm. Wie gesagt, da brauchen wir jetzt nicht allzu sehr drauf achten, weil die sind ja nicht zum Kämpfen gedacht. Also zum Kämpfen sind sie relativ schlecht. Kämpfen wollen wir ja nicht. Richtig, aber wir finden schon was für dich. Also ich denke mal, es ist nicht das Problem. Ah, ich gehe mal ein Stück laufen. Ich laufe mal ein Stück. Mal gucken, ob ich wieder sterbe. Wann gibt's noch mal den Raptor-Sattel? Oh, Raptor könnte man auch zähmen. Das welchen? Einen Raptor. Raptor, da ist ja direkt Raptor. Die haben mich gekillt, die Schweine. Richtig. Nee, aber überleg nicht. Das Schöne ist, der ist relativ schnell. Der kann springen und er kann relativ gut kämpfen. Ah, okay, dann würde ich den haben. Dachte ich mir. Wir könnten uns mal so ein bisschen an den Berg dann ranwagen und gucken, dass wir eventuell einen kriegen. Hast du Bolas? Nee, warte, ich stelle mir was her. Ja, also 5 Bolas reichen. Nee, weil damit können wir die halt einfach festhalten. Hast du ja gesehen hier mit dem Parasaurus. Da kannst du die halt wirklich festhalten und dann gibst du ihnen einfach. Das ist richtig geil, das ging früher halt nicht. Das ist auch geil, wenn du einen Flugsaurier zähmen willst. Ich weiß, ob ich die überhaupt gelernt habe. Ja gut, nur falls kann ich den ein paar machen. Ist auch nicht das Problem. Also ich habe sie gelernt. Aber Bolas solltest du auch lernen. Weil das sind halt so Sachen, die brauchst du immer wieder. Ah, der kann ja. Mehr du Sau. Du dreckiger Shift. So. Na, er müsste doch gleich fertig sein, oder? Ja. Nice. Stroh, wie war das nochmal mit Stroh? Mit der Spitzhacke auf Bäume. Oh, der kriegt sogar die vollen 20. Ah, ja. GZ. Dankeschön. So, männlich war er, ne? Ja. Nee, ist doof. Das ist jetzt. Machen wir eben fix 3 Bolas. Ja, das ist jetzt Deadlab. Habe ich jetzt beschlossen. Ich habe ihn Deadlift genannt. So, mal ganz kurz gucken. Ja. Ausdauer. Oh, der hat Arsch voll Ausdauer. Nice. Schön. Ich kann dich jetzt gerade. Danke. Ich kann dich zwar gerade nicht mitnehmen, aber. Komm mal mit rüber, ja. Ich kann halt ein Stückchen vorne weggehen. Und gucken, ob da oben Raptoren sind. Aber wie gesagt, da oben Vorsicht, ja? Ich bin noch immer vorsichtig. Ja. Wer ist denn hier gestern die ganze Zeit gestorben? Du oder du? Du. Hier ist ein Dino. Was ist denn das für ihn? Ein Spucker. Nee, das ist ein Eierdieb. So, warte mal. Da ist auf jeden Fall erstmal ein Dino. Lol. Alter. Nicht zu blöd. Ach so, ich zieh nicht hoch noch. Geht doch. Headshot. Da hinten sind noch 2. Naja. Mal gucken. So, warte mal. Guck mal, was hier rennt. Ah. Level? 36. Easy. Warte. Hau ihn die Bola um die Ohren. Die Bola. Moment, genau. Ja. Sehr schön. Na. Ja, dachte ich mir auch eben. Deadlef, komm mal hier. So, jetzt komm mal. Ich weiß halt nicht, wie lange die Bolas anhalten, aber es sollte reichen.
Insekt. Ja, die machen so jetzt eigentlich nichts. Warte mal, ich mach das mal kurz kaputt. So. Weil das Chitin können wir auf jeden Fall gebrauchen. So, da packst du ein paar Bärchen rein, ja? Ja, ich hoffe, die reichen. So 20 Stück sollten locker reichen. So, aber Raptoren gucke ich trotzdem mal kurz. Ja, bitte. Und einen Sattel hätte ich gerne. Warte mal. Da muss ich noch kurz zurück. Na, lauf. Ist ja, bleibe mal erstmal hier, bitte. Na gut. Dann weil hier ist ein Insekt und Insekten killen mich gerne. Wo ist ein Insekt? Da war er eben hier. Ja, habe ich auch getötet. Ach, hast du Daumen gemacht. Das ist schon tot, ja. Das ist schon tot. Habe ich in weißer Voraussicht schon mal eliminiert. Was hier an Dinos rumrennt. So. Welches Dino, welche Level hat dein Dino jetzt? 62. Oh. Du solltest. Ah, hier sind wir, okay. Ah! Was jetzt? Ach, Mistviech da mal wieder. Ich komm weg, keine Sorge. Aber diese kleinen Libellen sind ja in Ordnung. Da drüben steht noch ein Kano, sehe ich gerade. Mit wem kämpfst du da? Gegen die Insekten von den Strafen. Ach so, okay. Wo sind sie denn hingefallen? Da liegt eine. Wie gesagt, das Chitin nehme ich natürlich unglaublich gerne mit. Da sind noch mehr Insekten, sehe ich gerade bei dir. Oh. Man kann nicht weit gucken, Leute, wa? Ich weiß nicht, ob ihr die auch seht. Ich sehe einen Raptor. Naja, ich möchte mein Dino jetzt hier nicht alleine lassen. Ja, ja, nee. Ich kann das alleine. Alle auf passiv und anhalten. So, weil wenn ich. Ah! Das ist ja Kano. Kano finde ich jetzt nicht ganz so lustig. Kater Kano. Nee, Kater Kano. Du hast ja schon Bekanntschaft mit den Herrschaften gemacht. Mehr als genug. Nee, also da hinten rennt. Oh, das wäre so ein Fick-Dino. Hat mir die Viecher auf den Sack gehen. Kann ich kurz AFK gehen auf Klo oder? Ja, von mir aus. Ach, bei dir ist noch ein Dino. Ach nee, es geht nicht. Ich dachte, jetzt kommt hier so ein großer Krokodil-Rail-Schwamm. Aber ist dann eine Schildkröte. Ja, ganz fix auf Klo. Jo, mach mal. So, nehmen wir mal mit hier. Alter, willst du mich verarschen? Der nächste Dino. Boah, kann ich nicht werfen? Lol. Kann gerade nicht werfen. Warum auch immer. Aber gut. So, und ein Level Up. Das gibt natürlich auf Movement Speed, ne? Lol. Der hat schon fast 200 Bewegungs... Ah, der ist überall... Ist der überladen? Nee, auch nicht. Ist denn der so langsam? Na gut, das werden wir schon noch rauskriegen. Ne? So, dann beaufsichtigen wir hier mal ein bisschen den Clan hier. Wollen ja nicht, dass der hier uns abhanden kommt. So, da bin ich wieder. Wewe. Und in dem Moment hast du auch gezähmt. Was ist das für einer? Weiß ich nicht, warte mal. Kannst du mal gucken schnell? Ja, ja. Dort ist ein Weibchen, was du sonst. Na, das passt doch. Dann geh ich schon mal zurück, ja? Ja, mach das. Da ist der Eierdieb. Hallo. Ich habe mal den Eierdieb Hallo gesagt. Pfeifen tue ich mit Y? T gedrückt halten. Ich hab die anderen, also die Shortcuts nicht im Kopf. Ich hab die immer umgelegt.
Das ja, ich habe Y ist Pfeifen und einmal T ist Pfeifen. Oh, was ist denn das für einer? Können wir den auch zählen, den dicken hier? Welchen dicken? Ein Pium... Piumia. Genau. Ja, den hatte ich dir vorhin angeboten. Ja, ist aber Level 80. Ich möchte einen höheren haben, bitte. Level 8 oder 80? 18. 18, ja, okay. So, oh, was rennt denn da drüben rum? Juli, ich würde erstmal sagen, ich mach hier mal Feierabend. Ah, nee. Ich nehme jetzt durchgehend auf. Tut mir leid. Genau. da ist ein. Ist kann es sein, damit da hinten ein Karo ist? Carno. Carlo eben. Carno. Carnosaurus. Ja, da ist einer. Ich habe vorhin wie ein Mädchen geschrien, als ich ihn gesehen habe. Falls du dich erinnern kannst. Deswegen. Ja. Weil der. Ja, Leute, habt ihr gehört? Er hat selber geschrien, ich habe ihn nicht am Sack oder sowas gezogen, ne? Nicht damit Gerüchte aufkommen. Du kommst an meinen Sack nicht mal ansatzweise ran. So, Parasaurus-Sattel, da. 80 ja, ich komm mit ihm mal rüber. Hm? So, dann brauche ich Fiberholz. Aber schön, dass du mir entgegenkommst. Ja. Sehr, genau. Sehr entgegenkommend von dir. Oh, war der schlecht. Ja, Maggie kommt. Und natürlich noch ein Level up. So, dann kann ich ja gleich noch mal hier mal ein bisschen reparieren. So, machen wir das alles mal rein hier. Da oben. Und reparieren. Und auch das wird repariert. So. Schön. Bastard, ja, ne? Was Bastard passt. Und was nicht passt, das wird passend gemacht. Oh, die Sendung war übel gut. Kennst du die noch? Was nicht passt, wird passend gemacht? Sagt mir jetzt nichts. Oh, da gab's mal einen Film. Da hieß es dann immer, ich glaube die Bauarbeiter oder so hieß das. Da hieß es dann immer, was nicht passt, wird passend gemacht. So, ich hab hier was für dich. Bada! Ah, ganz ehrlich, die sind ziemlich langsam im Vergleich. Also ich würde dann doch dazu raten, dass wir uns zeitnah einen zwei Raptoren zulegen. Denn die sind definitiv wesentlich effizienter. Ja. Weil mit denen können wir auch gut farmen dann. Also Fleisch farmen und sowas und halt. Okay.